Soweit also der Bundeskanzler Sebastian Kurz in dieser Pressekonferenz, in der wieder einige Verschärfungen der Corona-Verhaltensregelungen für Österreich angekündigt worden sind. Ganz kurz zusammengefasst ist das in Kraft ab Montag 0 Uhr. Die privaten sozialen Kontakte sollen reduziert werden. Nur mehr 10 Personen sollen bei privaten Zusammenkünften anwesend sein. Das gilt nicht für die eigene Wohnung, für den allerprivatesten Bereich, aber zum Beispiel schon für halbprivate Dinge wie das Vereinsheim oder Ähnliches. Außerdem soll in der Gastronomie die Maskenpflicht ganz streng sein und nur mehr im Sitzen sollen Gäste die Maske abnehmen dürfen. Und die Mehrwertsteuersenkung außerdem bleibt ebenfalls bis 2021, hat der Bundeskanzler angekündigt. Professionelle Veranstaltungen sind allerdings davon ausgenommen. Da bleiben die Regeln bestehen, die wir im Moment schon geltend haben. Ganz generell, Günther Mayer, Sie haben diese Pressekonferenz mit uns verfolgt. Das Ziel ist, das Virus einzudämmen. Sie haben gehört, was die Bundesregierung plant und verordnet ab Montag. Bringt das etwas? Ist das der richtige Weg? Wenn man sich das Infektionsgeschehen ansieht, dann erscheint es doch relativ logisch. Weil die Cluster, die entstanden sind, die sind hauptsächlich in Bars. Was jetzt ein bisschen neu dazugekommen sind, sind Märkte. Das haben wir aber aus anderen Ländern schon gewusst. Es ist einfach so, wo Menschen sich laut unterhalten, offenbar. Ob sie jetzt singen oder auf einem Markt, wo wahrscheinlich auch einmal gerufen wird und so. Oder das sind Tanzfläche. Plätze. Von einer Tanzfläche auch. Beim Fußball, vor allem natürlich im Innenbereich. Dort wird es dann problematisch und deshalb versucht man dort jetzt einmal als erstes einzugreifen. Scheint schon gut nachvollziehbar, dass man ja einfach aus der Erfahrung heraus weiß, wo haben wir die Problemzonen, dort werden wir jetzt einmal beginnen. Ja. Allerdings, Hans Bürger, der private Bereich, das ist eben, kann man so und so verstehen, das ist jetzt auch am Schluss noch einmal halbwegs klargestellt worden. Es geht also nicht um die eigenen vier Wände. Bei Ihnen, bei mir zu Hause, kann die Polizei nicht einfach kontrollieren, wer da zu Gast wäre und ob das mehr als 10 Personen wären. So habe ich es verstanden, aber wenn zum Beispiel wir hier im UF feiern würden, dann könnte man, glaube ich, kontrollieren, ob das mehr als 10 Menschen sind. Wo auch immer, also wo es nicht zu Hause ist und es feiern mehr als 10 Menschen, ist es offenbar tatsächlich ab Montag verboten. Ja. Ein Wort, das heute in dieser Pressekonferenz überhaupt nicht gefallen ist, ist Ampel, Corona-Ampel. War nicht zu hören. Ist die Ampel eh schon wieder Geschichte, so wie die Corona-App? Also wir haben uns ja nicht abgesprochen. Ich habe vorher aufgeschrieben, Ampel, wo ist sie? Tatsächlich. Sind ja. Sie keine Ampel ich habe es wirklich nur ein einziges Mal gehört. Ganz am Schluss hat der Gesundheitsminister von der Ampelkommission gesprochen. Und da muss man schon sagen, wenn das tatsächlich so ist, dass das jetzt überhaupt nichts mehr bringt und nicht mehr darüber diskutiert wird, das ist eine echte Niederlage, dieses System. Denn wozu haben wir das so lange durchdacht, strukturiert, verschiedene Systeme probiert, große Veröffentlichung, jetzt ist sie da und jetzt ist sie schon wieder tot. Also da hat man schon die Österreicherinnen und Österreicher unglaublich verwirrt. Und es war offenbar auch viel Druck drinnen, oder? Weil man hat jetzt schon einen gewissen Alarmismus auch durchgehört. Der Innenminister hat auch ganz stark appelliert, wogegen vor allem vor 2-3 Wochen noch Optimismus versprüht worden ist. Woher kommt dieser Druck? Sind das nur die Zahlen? Ist es auch aus der politischen Lage heraus entstanden? Na, ich habe schon vor Beginn dieser Sendung gesagt, dass natürlich es auch in der Koalition, was dieses Thema betrifft, nicht wirklich rund läuft. Und wenn da jemand eine gute Idee hat oder eine weniger gute Idee, dann gibt es natürlich von der anderen Partei dann auch Bedenken. Man will auch nicht, dass der eine mit einer bestimmten Idee besonders erfolgreich ist, wenn es der andere dann automatisch nicht ist. Also diese Corona-Politik aus einem Guss, die wir so gekannt haben von Beginn dieser Krise an, also März, April, die ist eigentlich seit Mai vorbei und hat sich dann im August zu einer echten, ja, problematischen Politik aus meiner Sicht entwickelt, weil eben nicht mehr alle an einem Strang gezogen haben. Aber das muss man der Regierungsspitze wirklich zugute halten. Die haben das offensichtlich erkannt. Und das war heute wieder zumindest der Versuch einer Politik aus einem Guss. Auch ein bisschen einzufangen, vielleicht was schon davon galoppiert ist. Günther Mayer, der Gesundheitsminister, hat zwei Szenarios gezeichnet eigentlich. Er hat gesagt, na, in den nächsten Wochen könnten so ungefähr bei 650 Ansteckungen pro Tag bleiben. Das ist die optimistischere Variante. Es könnte aber auch hinaufgehen bis 1500 Infektionen pro Tag, die dazukommen. Können Sie uns den Unterschied erklären? Wie groß würde der ausfallen? Wie problematisch wäre sozusagen die schlimmere Variante?
Also das Gesundheitssystem würde das noch verkraften, das kann man frank und frei jetzt einmal so sagen. Hier geht es vor allem darum, den Trend abzufangen. Wenn wir jetzt sehen, das steigt kontinuierlich an. Es kann schon einmal sein, dass irgendwo eine Zahl sehr hoch ist, ausreißt und dann geht es wieder normal weiter. Der Trend, das wäre das Schlechte, wie wir es jetzt in Tschechien sehen, wo das kontinuierlich ansteigt und man das Gefühl hat, man schafft es nicht mehr einzubremsen. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Es wird jetzt nicht darum gehen, ob wir hin und wieder mal eine höhere Zahl haben. Es wird darum gehen, das weit unten zu halten. Prinzipiell ist das Gesundheitssystem da schon noch belastbar. Aber natürlich ist die Gefahr, dass das dann weitergeht. Und ganz schwierig wird es, wenn der exponentielle Anstieg beginnt, wie wir es im Frühjahr gehabt haben. Das muss man in jedem Fall verhindern. Und ich glaube, das ist auch momentan die Strategie, um hier dafür zu sorgen, dass das nicht außer Kontrolle gerät. Das ist ja genau das, was in diesen Modellrechnungen sehr schön abgebildet wird. Wenn man es einmal übersehen hat, dann wird es sehr schwierig. Aber das, was uns in Zukunft da erwartet, Veranstaltungen nur ganz wenig, Maskenpflicht, Kindergärten und Schulen sind aber sehr wohl offen und eine doch erhebliche Anzahl von Neuinfektionen pro Tag. Das erinnert mich ein bisschen an den schwedischen Weg eigentlich. Unten halten, aber schon gleichzeitig auch etwas offen halten. Ist das der schwedische Weg, den wir uns da nähern? Zumindest zu Anzeichen davon sieht man hier schon. Vor allem, dass man jetzt auch auf die Eigenverantwortung der Menschen sehr stark setzt. Das ist eigentlich das, was Schweden von Anfang an proklamiert hat und gemeint hat, das wäre der richtige Weg, irgendwo dazwischen. Klar ist aber auch, dass man in Schweden auch schwere Fehler gemacht hat, vor allem in den Altersheimen, in den älteren Generationen. Deshalb auch die vielen, vielen Toten in Schweden, das dürfen wir nicht vergessen. Aber momentan schaut es in Schweden wieder relativ gut aus. Also vielleicht ist es auch jetzt ein richtiger Weg, dort in diese Richtung zu gehen. Eine letzte Frage noch an Sie, Hans Bürger. Die Akzeptanz ist jetzt natürlich auch ganz entscheidend. Wir haben jetzt ein halbes Jahr Pandemie. Manche sind der Pandemie auch schon wirklich müde. Einige zweifeln überhaupt, ob das alles notwendig gewesen war. Und die Regierung muss jetzt trotzdem noch einmal Druck machen, dass alle mitmachen. Wie schwierig ist das, Akzeptanz jetzt herzustellen? Das kommt darauf an, wie speziell die Maßnahmen sind. Und wenn man das jetzt kurz zusammenfasst, dann sind das Maßnahmen, die natürlich vor allem eher jüngere Leute treffen. Und da befürchte ich schon, wenn diese Einschränkungen zu lange anhalten, dass da die Akzeptanz eher sinken wird. Denn Sie haben schon erwähnt, in den Schulen ist überhaupt nichts passiert. Also da gibt es offensichtlich gar keine neuen Einschränkungen. Alles Geschäfte, alles wie bisher. Also wenn es wirklich nur speziell eine Gruppe trifft, wird es schwierig. Danke, Hans Bürger. Danke, Günter Mayer, für diese Analysen hier live im Studio. Ja, meine